Moin zusammen und willkommen zu einer Runde Terranil. Terranil ist jetzt endlich draußen, beziehungsweise gestern kam es raus, gestern Abend. Und heute schauen wir uns das Ganze mal an. Wir hatten uns die Demo schon mal angeschaut. Aber jetzt, da das Spiel komplett raus ist, gehen wir da nochmal rein, weil das ist so ein schönes Spiel. Und das hat mir so gut gefallen. Falls ihr nicht wisst, was Terranil ist, es ist an sich so eine Art Aufbausimulation. Wir müssen aber die Erde bzw. halt das Gebiet, wo wir gleich landen, komplett renaturieren. Das heißt, wir müssen die Umwelt wiederherstellen und ja, nachher halt, dass die Tiere und Pflanzen, die da einst mal waren oder vielleicht noch nicht waren, aber jetzt halt wieder dazukommen, das müssen wir alles wieder aufbauen. Einführung. Dieses Buch ist ein Leitfaden für die komplizierte Renaturierung eines Landstrichs, vom Ödland zum blühenden Ökosystem. Dieser Prozess ist nicht immer einfach. Selbst mit diesem Leitfaden wirst du experimentieren müssen, um genau zu verstehen, was zu tun ist. Auf den folgenden Seiten findest du Beschreibungen der Region sowie der Flora und Fauna, die du wahrscheinlich antreffen wirst. Das Buch enthält zudem Baupläne für Maschinen und Gebäude, die dir bei deiner Aufgabe helfen werden. Wenn du erfolgreich bist, wirst du dieses Buch irgendwann nicht mehr brauchen. In diesem Fall bitte ich dich, es weiterzugeben, damit es anderen hilfreich sein kann. Viel Glück auf deiner Renaturierungsreise. Das ist schön. Wir haben ja so ein kleines Tutorial. Das sind die Schwierigkeitsgrade. Es gibt Gärtnerin, Ökologin oder Ökologe und Umweltingenieur. Es gibt noch benutzerdefiniert, da kann man das alles selber einstellen. Es kommt. Strategie. Nicht für den ersten Durchlauf empfohlen. Achso. Hier sind, glaube ich, die Baukosten höher, was ich gesehen hatte. Das ist halt auf normal, also wenn man es ganz normal spielen will. Und das ist halt sehr entspannt. Es kostet, die ganzen Gebäude kosten kaum was. Und das ist halt eher so der Story-Modus. Das ist halt der normale und das ist dann ein bisschen schwerer. Wir starten mal als Ökologe. Hier sieht man auch noch die Details. Ich kann hier auch nochmal durchscrollen. Genau. Hier Basisbaukosten 125%. Also teurer als da. Und hier ist das alles ein bisschen günstiger und man hat mehr Startressourcen. Was ist der Zen-Modus? Wissen wir nicht. Werden wir aber sehen. So, die Steuerung. Zunächst einmal ein paar Grundlagen. Schwenke die Kamera, indem du Mauszeiger zum Bildschirmrand bewegst. Habe ich gemacht. Alternativ kannst du mittlere Maustaste drücken und halten. Achso, ja, okay. Du kannst auch mit WASD oder Pfeiltasten. Ja, kriegen wir alles hin. Versuche schließlich mit dem Mausrad heran und rauszuzoomen. Ja, hat auch funktioniert. Jetzt müssen wir eine Turbine platzieren. Die gibt uns Energie. Wir können die Turbinen nur hier auf den Steinen platzieren. Aber das steht da auch bei. Genau, erfordert so einen Steinplatz und bietet dann Energie in dem Bereich, der hier angezeigt wird. Wir sind jetzt hier in einem Ödland drin und müssen das wieder auffrischen. Genau, jetzt müssen wir den Boden reinigen, weil der komplett hinüber ist. Da können wir die Entgifter, so heißen die, hier hinbauen. Ihr seht hier, die brauchen 50 Blatt. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie die Währung da nochmal hieß. Wir müssen jetzt hier erstmal die Entgifter bauen. Die können wir innerhalb der Energiezufuhr platzieren, mit einer kleinen Übersteigung von, wie auch hier zu sehen, nach außen hin. Ein Gebäude können
Einige Gebäude können mit R oder dem Mausrad gedreht werden. Wähle den Bewässerer und probiere es aus. Ah, das ist der Bewässerer. Ah, genau. So. Da sehen wir das. In dem Bereich würde die Erde dann bewässert werden, wo dann Wiese entsteht. Die brauchen, oder die Entwässerer, die Bewässerer brauchen aber entgifteten Boden. Dafür haben wir halt die Entgifter platziert. Hier sollen wir also den so platzieren, alles klar. Sehen wir schon, ist eine Wiese entstanden. Oh, dann können wir hier noch einen platzieren. Den sollen wir so machen. Und den letzten so. Die Pluszahl, die wir da erkennen, das ist... Genau, hier oben sehen wir jetzt unsere Währung. Das ist... so, das ist Vegetationswährung. Genau, das ist Vegetation und das... Keine Ahnung. Halt Ressourcen, die wir haben. Die Gebäude kosten Ressourcen. Und wenn wir den Bewässerer nutzen, kriegen wir Ressourcen wieder. Hier machen wir jetzt plus 113. Also gehen von 115 auf... Nee, 1015 auf 1128. Also passt. Wenn du mal nicht weiter weißt, kannst du im Handbuch nachschauen, was du als nächstes tun musst. Alles klar, machen wir. Vegetationsziel, das soll auf 100%. Okay, kriegen wir hin. Achso, für den Anfang sollte ich auf 30% anstreben, okay. Das heißt, wir müssen jetzt noch das Ganze nochmal machen. Also wir platzieren da eine Turbine. Können dann unseren Entgifter nehmen. Machen wir mal. Ist doch gut platziert. Naja, egal. Den machen wir mal. So. Und dann da noch einen hin. Und den dahin. Jetzt sind wir schon mal auf 29. Können wir den da noch platzieren. Den da. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen ärgerlich, dass es nicht so ganz passt. Warum ist es so auf 80? Na komm, machen wir 97. Ah, okay, jetzt hat sich die Karte geöffnet, weil wir die ersten 30% fertig gemacht haben. Und jetzt haben wir das Tutorial beendet. Sehr schön. Unser Ziel ist natürlich, das komplett hier wieder herzustellen. Wir bekommen auch neue Sachen. Wie wir hier auch sehen, wird neue Sachen freigeschaltet. Saniere 57 weitere Vegetationsfelder. Das kriegen wir hin. Nachher kann man auch noch Bäume pflanzen und hier eine Wasserzufuhr legen. Und noch ein paar andere Sachen. Das hatten wir in der Demo aber schon gesehen. Machen wir mal da. Da hin. Den können wir hier nämlich gleich einmal so gerade rüber gehen. Jetzt sind wir da. Ganz am Ende, falls ihr das noch nicht wisst, wenn wir das Gebiet hier komplett wiederhergestellt haben, dann müssen wir unsere Sachen alle wieder einsammeln. Die müssen wir dann über andere Gebäude dann abbauen. Genau, hier haben wir so eine Wasserpumpe, wodurch dann am Fluss
Genau, am Flussufer. Wird dann gereinigt. Warte, werden durch das Wasser. Achso, Flussufer werden durch das Wasser gereinigt. Okay, und durch höhere Lage. Was ist das? Achso, verdiene noch mehr Dinger. Umso höher wir das platziert haben, desto weiter läuft das also. Hätte gerne. Na, von da. Genau, hier können wir ja später dann so längs. Ich hätte gerne schon, genau, dass das hier hinten fertig ist. Wie weit kann ich da weggehen? Kann ich da hin? Nee. Ja, machen wir das da mal hin. Und hier können wir noch nicht. Oder? Können wir da ran? Oh ja, können wir. Wir könnten aber auch... Ah nee, da kommen wir nicht ran. Okay, wir müssen das von hier aus machen. Dann machen wir es so erstmal. Platzieren wir hier noch eine. Ja, das sollte sich ausgehen. Nicht ganz, aber... Aber fast. Dann da noch. Was da noch platzieren. Und da. Genau. Wenn wir das nachher hier alles fertig haben, dann müssen wir das alles wieder einsammeln. Das geht dann mit so einem kleinen Bötchen. Das fährt hier dann überall längs. Dann müssen wir auch noch Gräben nachher bauen, dass wir zum Beispiel hier hinten nachher überhaupt hinkommen und die Sachen einsammeln können. Expandieren mal hier da weiterhin. Jetzt hier mit da ein. Ah, das ist halt. Das nervt mich, dass ich nicht da ganz in der Ecke komme. Naja. Halb so wild. Dahin. Ah, okay, da können wir an den Flüssen dann neue Steine bauen, um dann auch die Turbinen da zu platzieren. Machen wir hier jetzt aber nochmal weiter. Ja, machen wir da. Warum gibt das mehr? Das. Naja, wurscht. Gehen wir schon so hin. Wir können tatsächlich hier mal den... Wie hieß das? Verkalker nutzen. Dass wir hier in die Ecke kommen. So. Oh, das ist der falsche. So, dann bauen wir hier noch eine hin. Ah, zu nah an einer anderen Turbine, okay. Dann müssen wir das gleich von hier aus machen. Oder?
Oder von da. Ich muss gleich mal schauen. Okay, das bringt nichts. Machen wir den. Und den. Ah, guck, da haben wir jetzt schon den Bagger. Können wir dann den Fluss gleich weiter ausbauen. Haben wir da. Ja, es langt nicht ganz. Ich muss hier gleich noch was hinbauen. Mit denen. Aber so. Dann bauen wir da noch eine hin. Da. Und da. Dann bauen wir da noch einen hin. Wir müssen auch so ein bisschen aufpassen. Genau, wir haben jetzt nur noch 400... oder ein bisschen sehr wenig Ressourcen über. So, haben wir wieder ja, leicht mehr. Hier noch die Wasserpumpe hin. Dass wir das schon mal auffüllen. Und damit wir den, genau, damit wir die nächste Stufe freischalten an Sachen, die wir bauen können. Müssen wir die Vegetation auf 100 bringen. Ja, gehen wir da mal längs. So. Was? Es geht da nicht ganz ran. Ach komm, dann gebe ich halt ein bisschen mehr aus. Ist okay. Ist okay, ist okay. So. Also. Was ist das? Ressourcen gehen zur Neige. Ja, das sehe ich. Ist aber halb so wild. Da kriegen wir gleich genügend wieder. Da hätte ich noch ein bisschen weiter hier hingehen können. So, genau. Es gibt drei Biome. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Einmal Wald, Wiese und Sumpfland. Sumpflandschaft. So, die Sanierung. Gemäßigt. Die Sanierung dieser Landschaft erfordert Windturbinen zur Energiegewinnung, Entgifter zur Reinigung des Bodens und Wasserpumpen zur Wiederherstellung der Flüsse. Die Schritte zur Schaffung eines gemäßigten Waldes sind nicht immer einfach. Möglicherweise musst du kontrollierte Brände setzen, bevor Bäume gedeihen können. Ja, das werden wir auch später noch sehen. Sobald das Rückgrat des Ökosystems gedeiht, besteht dein nächster Schritt darin, die Vielfalt der wachsenden Pflanzen zu erhöhen. Führe Finnboss, Feuchtgebiete und Wälder ein. Zudem musst du anfangen, deine Aufmerksamkeit dem lokalen Klima zu widmen. Alles klar. Manchmal liegt der beste Weg darin, mit neuem Wissen neu anzufangen. Aha. Okay. Beuteltiere. Was? Achso. Das ist ganz schön. Ganz schick gemacht. Ah, naja, wir machen hier jetzt mal weiter. Wir haben neue Gebäude, wir können Hydropumpen. Ah, okay, die dadurch entstehen Sumpflandschaften.
Bienenstock. Schwärmende Bienen bestäuben die Vegetation in der Umgebung und erschaffen Finnbossblüten. Saniere 150 weitere Finnbossfelder zum Freischalten. Achso, okay. Wir haben 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben ein paar Bäume. Das ist sehr gut. Wir machen aber erstmal hier weiter, dass wir ein bisschen mehr Währung kriegen. Sonst geht uns das nämlich aus. Und das wollen wir nicht. So, da noch den Rest. Wir machen hier oben noch eine Wasserpumpe hin, dass wir hier oben auch das ganze Wasser haben. Und dann können wir schon hier die ersten Sachen. Ach guck, hier oben sehen wir dann auch, wie viel Prozent an Sachen wir da zusammen haben. Oder Verstärker. Ah, okay. Das brauchen wir dann, wenn wir Wald herstellen wollen. Ich glaube, das hier unten ist nicht genug für den Wald. Ich möchte halt auch nicht alles abbrennen, ne? So. So. Okay, das haben wir jetzt voll. Wir machen hier mal einen Test. Wie viel abbrennt. Brände können nur für den Bus oder in der Tundra. Dann brenn mal. Die Vögel fliegen schon mal weg. Okay, das ist zerstört. Aber ist alles klar. Ah, so wächst im Wald. Okay. Mal 100. Ja, pflanzen wir da ein. Ich. Okay, minus 80. Ja, wir müssen hier unten halt noch abbrennen. Ich hoffe, das brennt jetzt gleich nicht alles ab. Wir machen aber mal. Das wird da mal. Jetzt nicht alles abbrennen. Hier wird die ganze Fläche abbrennen. Oh oh. Immer reinbauen. Ach nein. Guckt euch das an. Naja, jetzt haben wir den Wald aber fertig. Okay, Wald aber fertig. Ich hoffe, das wächst hier neuer Mann nach. Oh, hier oben das noch. Dann hier das noch. Dass wir die Sachen voll kriegen. Nein. Wie viel? Ja, ich muss Brunnen bauen. Oder Ding kostet 100. Hey, hey, hey.
So. Dann kommt da noch eine Wasserpumpe hin. Kann ich hier das so wieder herstellen? Oh ja, oh Gott. Okay, wir haben es nicht kaputt gekriegt. Da noch was hin. Oh, so, das schaut jetzt alles nicht so schön aus, aber es passt schon. Ich denke, die Pflanzen sind zufrieden. Und da können wir gleich auch noch. So. Aber was habe ich jetzt? Achso, ja, doch, war richtig. So. Man kann da hinten nämlich der daran. Perfekt. So noch und einen machen wir hier noch, dass wir hier noch ein bisschen Sumpf machen können. Darauf. Nimm den da. Haben da wieder Sumpf. Kann ich da auch Sumpf draus machen? Oh ja. Ja, ein Sumpfgebiet brauchen wir noch. Oben geht leider nicht. Ich kann hier Wasser längs machen. Oder? Na, das geht sich nicht aus. Dann müssen wir hier nochmal so machen und dann mache ich hier gleich noch Sumpf. So, dann bauen wir hier noch so einen Graben. Steht da was in... So machen. Nee, ich muss ja da rankommen. Ach nö. Reicht das schon aus? Hoffe. Oh ja, langt. Jawohl. Jetzt müssen wir nur noch ein paar Bäume finden. Alle zerstört, oder? Ne, da ist noch ein. Da ist noch ein Baum. Da ist auch noch ein Baum. Ich kann mal den platzieren. Dann sind wir vielleicht schon fertig. Ne, das ist nur 6. Das noch. So.
Langt noch nicht. Über einen Baum brauchen wir noch. Oder zwei. Kann ich die daran machen? Doch, ja, da. Dann haben wir aber vielleicht ein bisschen wenig Wald. Da wird es auf null gehen. Oh, so. So. Geschafft. Jawohl. Wenn Pflanzenleben und Klima wiederhergestellt sind, kannst du im letzten Schritt ein Luftschiff bauen, indem du deine Gebäude recycelst. Wenn du deine Präsenz reduzierst, kannst du Fauna als neue Hüterin des Ökosystems einsetzen. Oh. Okay. So, was müssen wir machen? Ah, Luftschiff. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein Luftschiff bauen. Ich muss mal kurz schauen, wie lange haben wir? 30 Minuten. Kann ich dich da bauen? Ja. Wo kannst du hin? Da kannst du hin. Kannst du auch woanders hin? Kannst du da hin? Aber hier komme ich, glaube ich, besser mit dem Schiff hin. Ah jo, genau. Der sammelt das wieder alles ein. Die muss ich dann aber so platzieren, dass die da auch überall in die Gebäude rankommen. Machen wir mal so. So. Warum nehmen wir die als nächstes mit? Ah, guck, und jetzt können wir schon hoch platzieren und das sammelt dann unsere schönen Sachen ein. Obwohl, nee, noch nicht. Ladedock. Ah, okay. Genau, den kann ich da platzieren. Der sammelt die beiden oder von den beiden Sachen können wir das da hinschieben. Den schieben wir da mal hin. Hier müssen wir dann gleich so eine Schleuse machen, dass der da überhaupt hochkommt. Und wir müssen... Nein, ja, ich muss noch einen Graben bauen. Sonst wäre das dann nachher nichts. Ja, hier muss ich auch einen Graben bauen. Aber dann machen wir vorher die Sachen hier weg. Mal den ein. Da kann schon mal eine Schleuse hin. Der kann das auch wegnehmen. I see. Genau, jetzt geht er mit der Schleuse da hoch. Ein so. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch das hinbekommen. Da hinten hin. Und hier unten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Durch das Sumpfgebiet kann man keinen Kanal bauen. Was ist das? Ah, ich kann noch ein Forschungszentrum bauen. Nee. Was machst du? Ah, du reduzierst... Okay. Reduzierst die Kosten von ein paar Gebäuden. Jetzt 50...
100% recycelt. Da mal hin. Und ne. Das war okay, hat er gekriegt. Sehr schön. Muss ich hier zwei bauen? Was ist das? Napings, um Tierarten dazu zu bewegen, indem sie. Ah. Okay, das ist witzig. Der letzte Schritt im Recycling-Vorgang ist die Wiederansiedlung von Tieren. Neue Tierarten tragen dazu bei. Das gab's in der Demo noch. Ja, in der Demo noch nicht. Dass man das auch extra machen muss. Lange nachdem deine Gebäude verschwunden sind. Nach Tierarten muss gescannt werden. Öffne hier das Scan-Panel. Nutze diese Tierporträts, um zwischen Tieren zu wechseln und Hinweis darauf zu erhalten, wo die einzelnen Arten leben. Benutze die Schaltfläche, um nach den ausgewählten Arten zu scannen. Jeder Scan gibt dir Informationen über die Eignung des gescannten Gebiets. Okay. Du musst geeignete Habitate für mindestens 3 Tierarten finden. Muss ich da jetzt drauf drücken? Nee, was habe ich jetzt gemacht? Hirsch. Hirsch. Ach so. Ah. Nee. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Achso, warte, ich muss 3 Tierarten finden, wo die angesiedelt sind. Eine Tierart, genau, der Frosch ist zum Beispiel hier im Wasser. Macht Sinn. Aber du musst doch auch da sein. Hä? Ist doch richtig jetzt. Ich check das nicht. Warte, was bist du? Du bist eine Ente. Dich kann ich finden. Du bist bestimmt da. Oder muss ich die... Was bist du? Achso, das sind die Hirsche. Vielleicht ist da noch zu viel Umgebung. Ich baue erstmal weiter ab. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Okay. Schiffchen kommt. Kann ich da... Kann ich jetzt... Ne, das bringt nicht. Ich finde immer nur eins. Bedingungen teilweise erfüllt in einem See. Kein See. Was bist du? Oh ja, guck. Wieder eins entdeckt.
Nee. Ich warte. Okay, Wald und Fluss. Das muss ja da denn sein. Jawohl. Nächste Tierart entdeckt. Ich habe halt keinen See. Was kann ich hier als See bezeichnen? Du brauchst bestimmt sowas hier. Also Wald. Wald. Also sowas? Ja. Der Frosch, der macht mich fertig. Okay, Sumpf und hier die Winboss-Dinger. Aber ich habe keinen Sumpf hier. Doch, ich habe hier doch Sumpf. Ich habe da doch Sumpf und Finboss. Beides. Jawohl. Okay, die haben wir alle entdeckt. Perfekt. Jetzt können wir weiter abbauen. Jetzt müssen wir das hier unten noch abbauen. Da muss ich aber erstmal mit einem Bötchen hinkommen. Das war so klar. Ich brauche Energie. Bau das da hin. So, du füllst das Ganze mal. Dann kannst du erstmal das abbauen. Du das abbauen. Und du baust die beiden ab. Jetzt kann mein Schiffchen da nämlich hin. Dann haben wir hier nur noch den Blödsinn. Und da oben. Da müssen wir auch mit dem Schiffchen hinkommen. Geht das? Kann ich da jetzt hoch? Ah, jetzt habe ich einen Wasserfall gemacht. Okay. Ist auch schön. So. Dann müssen wir da auch noch eine Schleuse hinbauen. Da eine hin. Da. Das hatte ich so nicht vor. Oh Mann. So. Ja, so ist glaube ich besser. Dann brauchen wir nicht über Schleusen gehen. So, jetzt. Jawohl. Und dann müssen wir hier noch abbauen. Das ist ja kein Problem. Oh, das nehme ich so. So. Ah, guck. Und jetzt zeigt er mir sogar an, was ich noch alles abbauen muss. Das hat er jetzt da abgebaut. Dann kannst du auch gleich das mit abbauen. Oder auch nicht. Ich muss es so machen, oder? Nee, doch, du baust ab.
Jawohl. Dann musst du den Blödsinn noch abbauen und danach baust du den da ab. Ich glaube jetzt. Was? Ja, jetzt müssen wir darauf drücken können und wir fliegen los. Wir haben das jetzt. Das schaut jetzt nicht schön aus. Aber wir haben schöne Sumpflandschaft hier. Blütenpflanzen, Bäumchen. Frösche, Gurken hier. Hier, glaube ich, rum. Hier weiß ich nicht mehr, was da drin war. Ne, hier war noch was drin, ne? Und hier noch ein paar Rehe. Saniertes Ödland. Perfekt. Ah, wunderschön. Was ist bewundern? Ach so, jetzt fährt er da einfach ganz gemütlich hin da. Ah, er zeigt uns die Highlights. Ja, okay. Ist gut. Brauchen die Highlights. Unserem schönen... Oh, wir haben Erfolg. Ah, guck an. Da unten. 40% haben wir saniert. Renaturierungsfortschritt. Wir müssen den ganzen Planeten renaturieren. Wir haben... Klimaschwellenwerte. Pluszahl. Okay, das sind. Das haben wir gerade gemacht. Da kann man aber. Ja, wir haben nur 40% davon. Noch ein paar andere Sachen machen. Okay. Dann als nächstes da und dann schaltet man die bestimmt noch frei. Ich weiß nicht, ob es denn noch weitere Welten gibt oder ob das bei dem, der hier bleibt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick in das Spiel bekommen. Ich finde das richtig toll. Mal schauen, ob wir das auf dem Kanal noch weitermachen. Mal gucken. Je nachdem, wie es bei euch ankommt. Okay, dann habt aber noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei dem Spiel. Das ist übrigens auf Steam, falls ihr euch fragt, wo es das gibt. Auf Steam. Und was ich gesehen habe, wir können mal eben hier zum Hauptmenü zurückgehen. Von den Einnahmen werden 8% sogar gespendet. Das ist eine Naturschutzorganisation mit Sitz in Südafrika, deren Arbeit den Erhalt von Lebensräumen, den Schutz gefährdeter Arten sowie der Biodiversität, Entwicklungskooperation mit Anbietern erneuerbarer Energien und Aufklärungsarbeit zum Naturschutz umfasst. Das ist sehr schön. Also Leute, holt euch das Spiel. Das macht richtig Spaß. Ist super süß. Und ihr macht auch noch was Gutes damit. Goodie. Dann habt ihr jetzt auch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.